gut. Zum Glück sind wir ja nicht weder auf ihren Dukaten angewiesen, noch professionelle Kopfgeldjäger. Betrachte allerdings trotzdem mal einen Moment lang das Bild, um ein Gesicht zu dem Namen zu haben, denn letzterer zumindest ist ja bereits bekannt. Ja, was dir auf alle Fälle auffällt, das Gesicht, ja, sie sieht schön aus, so wie ja, viele Frauen ihres Alters, aber vor allem wird sie wohl identifiziert an einer Schlangentätowierung, dass ihr Gesicht zieht und dann auch direkt bis nach unten an ihrem Bein mündet, so wohl dieser Steckbrief. Sag doch, Kelbader. Hatte ehemalige Spektabilität, wenn ich mich nicht irre. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Erkanntet ihr sie? Nein, ich kannte sie nicht. Ich bin erst danach gekommen. Nun, ich weiß nicht viel über sie. Sie war wohl keine Spektabilitas, sondern eine einfache Schülerin und Abgängerin. Mittlerweile deucht sie sich als private Lehrmeisterin und es wird wohl gesagt, dass sie die Schule der Schmerzen weiter fortführt. Nun, verzeiht, so wie sie sich in ihren Publikationen gibt, seit der Umorganisation der Akademie, könnte man glauben können, sie hätte den gesamten Laden alleine geführt. Nun, so scheint es. Aber wir sind da. Komm mit. Er drückt deine Tür auf und du kannst sehen, wie du in einem Bücherturm stehst. Es gibt wohl eine große Treppe, die nach oben führt, weiter gewendelt. Wenn du mal nach oben guckst, kannst du sehen, 4 Stockwerke führt dieser Bücherturm wohl nach oben. Und wenn du dann auf die Regale blickst, es ist zum Weinen. Unglaublich, viele Regale stehen einfach leer. Nur noch der Staub, der darauf liegt, und seit sicherlich 2 Jahren wurde hier kein Staub gewischt. Das ein oder andere Kratzen von Federn auf Papier, das du wohl hören kannst. Und einige Eleven, die dort sitzen und schreiben und schreiben und schreiben. Also Bücher kannst du an den Reihen abzählen, sicherlich 10 Bücher, die du pro Regal findest, aber die Regale selbst sind riesig. Oh je. Ihr seid herzlich eingeladen, euer Wissen mit uns zu teilen. Auch nekromantisches Wissen, wenn ihr mögt, schreibt es nieder und es soll euch vergolten werden. Nun, den Versuch unternehmen kann ich sicher, aber ich fürchte, dass ich euch nichts zu berichten habe, dass an dieser Schule nicht bereits zur Erschöpfung erforscht wurde. Allerdings, vielleicht kann ich eines Tages aus Brabak 1 oder 2 Kopien übersenden lassen. Gerne. An dem Geld soll es nicht scheitern. Wie gesagt, die Sultana bezahlt gut. Umso besser. Man ist ja immer an der Verbreitung des verborgenen Wissens interessiert. Wir können uns hier einrichten, sagt er und tippt mit dem Stab auf einen leerstehenden Tisch. Gerne. Hervorragend. Wenn wir irgendetwas Praktisches für euch tun können, lasst es uns gerne wissen. Nun, wir heilen Kranke. Sollten wir in Ermangelung von anderen Lehrmeistern einige Kranke zu uns geschickt werden? Ihr seid als Nekromant sicherlich auch befähigt zu heilen, gerade so etwas wie Sumpfkrankheiten? Ich habe gewisse Befähigungen. Gut. Aber ich hatte mich noch nicht einmal vorgestellt. Ich bin Sahib Ulaman. Ehemals aus Rashtul. Rashtul. Dann kennt ihr sicherlich auch Magister Al-Shabara? Selbstverständlich. Der mit seinem lächerlichen Bart, er ist mittlerweile in Mirham untergekommen. Ein Virtuose, was die Zauberzeichen angeht. Gut. Nun, dann seid ihr ein Freund von ihm. Dann seid ihr auch mein Freund. Es ist immer schön, einen von eurer Sorte zu treffen. Eine Schande, was mit der Akademie passiert ist. Aber das Gleichgewicht wird sicherlich eines Tages wiederhergestellt werden. Wir hoffen. Nun, lasst mich euch nicht von der Arbeit abhalten. Tut ihr nicht. Ich beaufsichtige die Novizen, wie sie Bücher kopieren. Wenn ich euch, wie gesagt, etwas sagen kann, dann frei heraus. Nun, ich werde wohl damit beginnen, mir einen Überblick über die überhaupt vorhandenen Werke zu machen. Und mich dann langsam durcharbeiten. Okay. Dann wenn er 2 Schritte weg ist, soll man seht euch doch vielleicht ein wenig um, ob ihr irgendetwas Außergewöhnliches bemerkt oder ob uns jemand danach spioniert. Ja, Außergewöhnliches, dass ich hier noch fast niemanden gesehen habe.
Die ganze Akademie scheint ja fast leer zu stehen. Nun, umso bessere Voraussetzungen, um einige Informationen einzutreiben, die nicht in Büchern stehen. Na, ich schau mal, was mir so in die Augen fällt. Und ich werde mich dann mit unserer Begleiterin in die Bibliotheksarbeit stürzen. Na, und dann zumindest der Pentilio tut erstmal genau das, was er angesagt hat, auch mit Hippolyta-Alrike. Wenn wir erstmal überhaupt schauen, was es an Werken gibt und sie dann irgendwie in drei Stapel einteilen von enthält wahrscheinlich Informationen, die wir brauchen können, vielleicht und unwahrscheinlich, um dann von links nach rechts anfangen, die erstmal quer zu blättern. Ja. Dann, schriftlicher Ausdruck erscheint mir falsch, denn ich möchte ja weder einen sehr geschwungenen Text schreiben, noch einen sehr verschnörkelten Text verstehen. Ja. Ich weiß, es gibt ein Meta, der nennt Bibliotheksrecherche, aber das hat keiner von uns gerade auf Lager. Nee, so. Genau. Also ich überlege erstmal 3W20. Gib mir mal eine Klugheit, genau. Wie hoch ist deine Klugheit? Hier ist 3W20. Wenn das auf Klugheit basiert ist, habe ich alle geschafft. Okay. Also Klugheit 17, falls es wirklich relevant ist. Hauswirtschaft ist auch gut, ja, Hauswirtschaft, Bibliotheksrecherche. Okay, dann lass mich sehen, was ich da habe. Hauswirtschaft, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit. Das geht also auf 15, erstes geschafft. Charisma, 16, da fehlt mir einer. Fingerfertigkeit, da fehlen mir zwei. Mir fehlen so 3 Punkte. Auf ein 7er Talent werde ich jetzt also 4 über. Ich würde es nicht auf Fingerfertigkeit würfeln lassen, sondern Klugheit, Intuition oder sowas. Okay, damit. Dann habe ich 6 Punkte über. Ja. Also, was dir auf alle Fälle auffällt, es gibt unglaublich viel Material zur Behandlung von Kranken, von generell Brüchen aller Art, von Schmerzen, teilweise auch von geistigen Schmerzen, also wenn du irgendwie Corpo Fesso leidest oder irgendwelche Albträume wenn die Albträume angeflucht worden sind, wenn generell eine Hexe dich verflucht hat, also die Heilung von Hexenflüchen wird ja auch behandelt. Unglaublich viel Astronomie, viel Dinge von Niobara, wie dir auffällt. Man hat hier wohl auch einen eigenen Sternturm, Observatorium. Und ja, Anatomie, noch und nöcher Anatomie, sowohl profan als dann eben auch das, was mit lästerlichem Magie herausgefunden worden ist. Also wie man jemanden aufschneiden kann, wenn man ihn gleichzeitig balsamiert, also mit einem Balsam versieht, sowas wie ein Reversalis Fulminictus, Reversalis, also es sind verschiedenste Arten und Weisen hier zu finden, wie man Menschen heilt. Teilweise auch ein bisschen pervers, würdest du sagen. Nichts, was Polperer nicht an einem Dienstag macht. Das ist jedenfalls richtig. Ist das natürlich leider nicht das Ziel unserer Recherche, sondern wir fokussieren uns auf die langweiligen Teile. Also tatsächlich, ich glaube, Niobara ist tatsächlich ein guter Ansatz, um zu schauen, ob man darüber irgendwie auf Erben Niobaras oder Erben irgendwie als Schlagwort kommt. Und ansonsten wirklich, glaube ich, Geschichtsbücher für zwecks Oron, zwecks Aranien, zwecks Aure der Akademie. Irgendwelche Chroniken, wo halt Donatian von Terilia auftaucht oder Terilia-Bad oder Terilion Tetraeder vielleicht erwähnt wird. Oder der Akademiegründer, Erschaffer, Erbauer, wie auch immer. Ja, du findest tatsächlich auch ein Band über Donatian selber. Einen ganzen. Also auch Teile von seinen götterlästerlichen Schriften, wie du hier findest. Du bleibst aber so ein bisschen an an so einer Personenbeschreibung kleben. Also gar nicht so sehr über die Werke, die er selbst geschrieben hat, sondern über ihn. Denn man sagt wohl, er habe Teile des Pfauenpalastes umbauen lassen. Für die damalige Herrscherin. Also er war wohl irgendwie der Geliebte der damaligen Herrscherin und hat den Pfauenpalast in einer sehr relativ kurzen Schaffensphase, ist er dort eingezogen und hat ihn umbauen lassen. Man weiß zwar nicht genau, was er umbauen lassen hat, weil der Palast, das wird das so in späteren Recherchen sowieso heraus, der Palast verfügt über Gänge, über Geheimräume und er verändert sich, er wandelt sich. Was man relativ schnell immer findet, ist wohl den Thronsaal und auch... Also wenn du ziellos durch die Gänge stolzierst, dann findest du immer den Thronsaal und auch immer das Atrium in der Mitte des Palastes. Aber wenn du einen speziellen anderen Raum suchst, der nicht der Thronpalast ist, dann ist es fast wie verhext, als würden sich die Räume selbst bewegen. Irgendwie ein Rollraum oder Anrufung. Nee, gar nicht. Informationen über die Person Donatian von Terilia, die wir noch nicht kennen?
Nein, also wie gesagt, vieles, was ihr schon herausgefunden habt, Magier Graf von Ederes war im Süden, hat dort Belkelel-Kult gegründet, ist dann wieder zurückgekommen, ist dann verschwunden, hat sich Borbrot angeschlossen. All diese Dinge, die sind, das ist hier natürlich weitschweifend ausgeführt, ist aber für dich nichts Neues. Okay, dann Trillion Tetraeder, wenn du uns mal erwähnt. Nein. Hab ich befürchtet. Ja. Ja, okay. Ich denke, damit sind wir auch eine Weile zugange. Wir werden uns dann des Nachts im Burgischen Hof einnisten, denn den werden wir beim Heranreiten sicherlich gesehen haben. Die werden ja vermutlich ein Aushängeschild haben, wie sonst nichts. Ja, Burgischer Hof dann von höherer Qualität, für einen Magier natürlich angemessen. Richtig, standesangemessen. Gut. Und werden dann zum vereinbarten Zeitpunkt, das wäre morgen Mittag, wenn ich mich nicht täusche, am Treffpunkt auftauchen erstmal. Gut. Haben die anderen irgendwas noch vor, wenn sie dann angekommen sind und dem ersten Streit aus dem Weg gegangen sind? Also wenn Rafim, wenn Trak von Kekrach möchte, kann er natürlich eine Prügelei mit den gesamten Söldnern der Koramsjäger anfangen. Zumindest diejenigen, die noch hier sind, 8 Leute. Also sie sind zumindest sehr skeptisch, sehr argwöhnisch und sie haben keine große Lust, dass du neben ihnen im Schlafsaal liegst und nächtigst. Ja, ich möchte keine Prügelei mit denen anfangen. Das ist nicht zweckmäßig. Gut, dann gehen wir mal über Reden oder Überzeugenprobe. Was willst du haben? Das kannst du dir aussuchen, was dir lieber ist. Dann machen wir eine Überzeugenprobe. Wenn es die nächsten Tage halten sollen, mach eine Überzeugenprobe. Aua, das würde ich mit Glück neu würfeln. Ne, mit meinem Schicksalspunkt neu würfeln. Das ist ja grausam. Wow. Eine grausame Probe. Das sieht viel besser aus. Ja, kannst du sie überzeugen, dass du tatsächlich nur ein Treuzacker bist, Verwandter von den Ferkinas, aber dass du nicht von dem Leftans Fluch getroffen wurdest? Ja, Abelmir kann natürlich herausfinden, dass die Söldner überhaupt keine Ahnung haben, wie Leftans Jünger entstehen, ob das was mit Lykanthropie zu tun hat. Du vermutest nein. Gut, aber da müsste man dem Ganzen selbst auf den Grund gehen. Und gut, ihr habt ja eure eigenen Treuzacker in die Berge geschickt. Vielleicht finden die was raus, vielleicht auch nicht. Irgendwas anderes, was ihr machen wollt? Ich würde mich schon gerne nach diesem Buchhändler mal umhorchen. Bei einem ganz normalen Händler, der Sachen verkauft, wahrscheinlich auf der Straße. Aber ich würde ungern allein auf die Straße jetzt gehen. Tja, dann nimm dich jemanden mit. Ja, Leila begleitet dich. Also die meint auch, also so ganz recht hatten sie ja nicht damit, dass mit Büchern kein Geld zu verdienen ist. Ich habe euch bisher nichts davon gesagt, aber nun ja, ich war ja davor in Antiopal und eine Auftraggeberin von mir hat mich gebeten, hier ein bisschen nachzuforschen. Wir sollten einmal fragen, ob es hier nicht vielleicht einen Buchladen gibt. Eine gute Idee. Man kann immer Geld mitnehmen, wenn man kann. Trak, bleibt ihr hier? Ja, also, ne, Trollzacker, würde er sagen, sie da dreimal auf die Brust kommen. Ja, wo gehen wir hin? Gehen wir was trinken? Ja, wir gehen zum Hafen runter. Sicher finden wir dort eine Schenke. Na, sehr gut, sehr gut. Wir müssen davor allerdings noch etwas erledigen. Das bringt Geld. Mit diesen Worten würde ich dann vom Tisch aufspringen und den anderen hinterherlaufen. Geld? Ja, könnte ein wenig kompliziert werden, aber wenn, dann bringt das eine ganze Menge. Na, also, wem müssen wir aufs Maul hauen? Erstmal niemanden. Tut mir sehr leid. Wir suchen erstmal einen Laden. Erstmal egal welchen, denke ich. Wir gehen mal die Hauptstraße lang, denn Läden sind ja oft auch an den großen Straßen, oder? Ja, definitiv. Ihr könnt dann von Fellerkant in Richtung Hafenviertel gehen und je weiter ihr kommt, desto mehr Läden wird es dort geben. Und gerade wenn ihr dann kurz vor der Esplanade des Friedens generell auf den Hafen stoßt, dann wird dann hier auch der ein oder andere direkt aus dem Kontor verkaufen, aber eben auch links und rechts aufgebaut, irgendwelche Stände und irgendwelche Ziegen, die davor angebunden sind, sodass man dann auch direkt aus der Ziegentasche verkauft. Also je nachdem, was ihr sucht, wenn es dann Bücher sind, wird es dann sicherlich nicht in irgendeinem Kontor sein, aber ihr könnt dann nach kurzer Recherche irgendwo direkt neben dem Mondsee bei einem Kontor werdet ihr einen Buchhandel treffen, der
ja, von einem alten Tulamiden geführt wird. Ah, fix mit euch. Kommt rein. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hey, was habt ihr denn schönes für Bücher? Oh. Schreibkrams. Nö, das kommt drauf an, was ihr mögt. Wir haben viele Bücher. Wie man kämpft, reitet und Bier trinkt beispielsweise. Ganz neu hereingekommen. Sogar Bier trinkt? Ja, ja. Könntet ihr das vorlesen? Gegen Aufpreis sicherlich. Allzu lange haben wir nicht mehr. Aufpreis? Nur, das kostet etwas, wenn ich euch jetzt nur etwas vorlesen soll aus diesen Büchern, aber... Wisst ihr, es ist doch eigentlich gar nicht für uns. Wir sind im Auftrag einer Dame hier. Seid ihr der Inhaber dieses Ladens? Ja, wenn ihr mögt, hier, Koboldsche Küche oder Versprechen der Ewigkeit, wenn ihr mögt. Oder ferne Winkel, Hurengeständnisse. Führt ihr den Laden alleine? Ich hatte zwei, drei Söhne, aber die sind in Kunchum geblieben. Die haben sich das hier nicht lange angeguckt mit dem Matriarchat. Sie haben sie gesagt, dass Frauen doch nicht besser herrschen können als Männer. Da bin ich nicht ganz so überzeugt von. Es ist zwar einiges anders hier als in Kunchum oder gar in Fasar, aber ich denke schon, dass Frauen eine Chance verdient haben, zu beweisen, dass sie es können. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Richtig. Aber seht hier, das könnte euch interessieren. Erlebnisse einer Prinzessin, das ist die ungekürzte Version. Wie seid ihr denn mit der Sultana zufrieden? Sie scheint ihre Sache doch sehr gut zu machen, oder? Ja. Viele Pilger, die in letzter Zeit ankommen. Und sie sorgt tatsächlich für die Sicherheit von ihnen, sodass mehr kommen. Und das ist immer gut. Im Hafen sind zwar nicht mehr so sehr viele Leute, wegen der blutigen See, wisst ihr, aber viele, viele Leute, die jetzt aus den Tulamiden reichen und aus dem Rest von Aranien rüberkommen. Wohin pilgern sie denn? Wir haben gehört, dass viele der Tempel noch im Wiederaufbau begriffen sind. Ja, das ist richtig, aber es geht voran. Nun, vor allem wollen sie sich den Hafen angucken, den Feuerschlick, ne? Er blüht zwar nur zu der einen Jahreszeit, aber man kann hier immer die Ernten kaufen. Also vor allem, das mag die Hesindekirche und die Effertkirche zwar gar nicht, aber wenn man mag, kann man auch zu dieser Jahreszeit etwas von diesem Feuerschlickpulver erwerben. Apropos, seht hier, Diebesdinge. Oder aber hier ist ein Buch, wie man Menschen kocht. Das habe ich von... Wer will denn so etwas? Das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Das habe ich von einem alten Klabauter bekommen. Sagt ihr so groß, ich schreibe mal unseren alten Klabauter in Anführungszeichen. Ja, genau. Ein Krokodil. Ach, da... Er hat es mir verkauft. Hier? Interessant. Uns hat er gesagt, es wurde ihm gestohlen. Aber egal. Wollt ihr es kaufen? Was wollt ihr dafür haben? 5 Silber, mein Herr. Gemacht. Seht hier, ein neues Exemplar. Die Elfe geritten, ganz neu hereingekommen. Es handelt von der sexuellen Eskapaden von einem Elfen. Habt ihr denn hier das Anspruchsvolle? Er vögelt sich durch die menschliche Welt. Zum Beispiel von Niobara. Von Niobara? Da habe ich... also, das ist ein Bildband für Kinder, wenn ihr mögt. Oh, Bilder. Ein Bildband für Kinder über die Königin Niobara, jawohl. Königin? Ich das hat, dass sie meinen Blick hineinwirft. Ja, die Königin. Kannst du sehen, Bildband, die kleine Niobara. Irgendwie so ein kleines Mädchen, was mit ihrem Teleskop oder Observatorium in die Sterne guckt und dann irgendwelche Abenteuer erlebt währenddessen. Und dann durch die ganze Welt reist und ihre Rätselqueste hinterlässt. Sagt, seid ihr einziger Buchhändler hier in der Stadt? Nein, es gibt viele Buchhändler. Seht hier, ihr seht mir aus wie jemand, der gerne Liebestränke mag. Ihr müsst sie aber nicht teuer kaufen. Ihr könnt sie selbst herstellen. Leicht gemacht. Liebestränke selbst herstellen? Ja, damit bekommt ihr ein Travierbund, wenn ihr mögt. Oder ihr könnt einer herzgebrochenen Familie helfen. Nein. Macht ihr noch mehr Bilderbücher?
Für euch habe ich genau das Richtige. Hier, eine höchst akkurate Erzählung über das Leben des Kaiser Perwalds. Und damit reicht er dir ein Bildband, der wohl nicht für Kinder ist, sondern tatsächlich für Söldner, die nicht lesen können. Und du siehst, wie es da wohl Turniere gibt und irgendwelche Duelle aufs dritte Blut, die reich bebildert sind. Ich würde mich mal vernünftig hier hinsetzen an einen Tisch und ganz gespannt durch dieses Buch blättern. Ja, kannst du wohl auch noch sehen, das Buch hat tatsächlich eine Unterschrift von Bardo direkt auf der ersten Seite. Der hat das wohl auch gelesen. Oh, vielleicht. Was kostet das? 7 Silber, mein Herr. Naja, müssen das 7 sein oder könnte es auch weniger sein? Verzeiht, ich habe es für 6 angekauft. Ich würde ungern weniger dafür bekommen. 7 Silber. Was sagt ihr zu 6 und ein halbes? Aber dann müsst ihr noch ein anderes kaufen. Naja, kauf mir ein Buch. Und ich würde in Richtung von Abel mir vorstellen. Werte Dame, wollt ihr den Bildband für Neobara erwerben? Warte, wir machen es so. Ich gebe dir dann 1 Silber, wenn du das Buch so gerne haben möchtest. Und ihr könnt mir vielleicht noch weiterhelfen. Und zwar, meine Auftraggeberin meinte, ich solle in einen Laden gehen, der von 2 Brüdern betrieben wird. Kennt ihr den? Also ist das Konkurrenz von euch? 2 Brüder. Also neben mir gibt es nicht viele Männer, die einen Buchladen führen. Das ist meistens das Geschäft der Frauen. Das klingt fast so nach Maraskana, nicht wahr? Es gibt ja ein paar Maraskaner. Das ist ein guter Gedanke. Sie sollen einen Laden wohl im Zug haben, aber da traue ich mich nicht rein. Ich weiß auch nicht, welcher Wahnsinniger einen solchen Laden im Zug eröffnen würde. Es muss irgendwo im Norden von hier sein. Wie sollen sie denn da Kunden finden? Das weiß ich auch nicht. Das muss auf alle Fälle hinter der Baustelle vom Raya-Tempel sein. Naja. Aber wohl noch vor dem Bab el-Damator. Naja, wir können uns wohl unsere Haut erwehren, nicht wahr, Jungs? Ja, schaffen wir schon. Für ein Buch? Für einen Auftrag. Für Gold? Das Buch ist uns doch egal. Bücher sind nicht egal. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Hier ist der eine gerade vom Pferd gefallen. Was habt ihr gesagt? Ihn hat dieses Buch jedenfalls schon sehr glücklich gemacht. Nun, insofern danken wir euch. Wenn ihr mögt, wenn ihr noch geht, hier, hutlose Frechheiten. Es handelt für einen Fexensdiener, der am Ochsenwasser ein kleines Geschäft eröffnet. Zeig doch nochmal diese erotischen Romane her, die ihr da vorher hattet. Ach, ihr meint das mit dem Elfen. Schaut hier. Und das Buch selbst, es hat viel Text, aber wohl auch das ein oder andere wenige Bild. Ist natürlich irgendwie ein Elf mit einem gigantisch großen Penis, der dann irgendwelche, vor allem Frauen, viele Frauen, die er dann im Mittelreich vögelt. Und das ist ziemlich geschmacklos, möchtest du meinen, der Text, wenn du so ein bisschen überfliegst, ist genauso geschmacklos. Also, ja, wer auch immer das kauft, was auch immer er von dir hält. Du bist ja eine Söldnerin, vielleicht gefällt das Söldnern. Möglich, wenn sie sich überhaupt in einen Buchladen verirren. Nein, ich glaube, ich spare meinen Sold erstmal, bis wir wieder eine neue Anstellung haben. Aber habt vielen Dank. Gerne. Falls ihr diesen Kumpel wieder mal seht, grüßt ihn von mir. Das war eine einmalige Sache. Wer weiß, man trifft solche Dinger immer wieder. Wenn ihr meint. Hast du das Buch jetzt gekauft, wie man Menschen kocht? Natürlich. Oh, sehr gut. Also mein Buch ist, glaube ich, dick genug, dass man damit jemanden vom Kamel werfen kann. Machen wir 6,5 Silber. Nicht gehen. 6,5 Silber und das gehört euch. Ja, gut. Aber wir müssen jetzt wirklich weiter. Wir wollten uns doch noch eine Schenke suchen, Jungs. Ah ja, trinken. Na gut. Oh, trinken. Sag, könnt ihr deine Schenke empfehlen? Nun, ihr könnt auch bei den mondsilbernen Visieren ein Haus weiter Bier direkter werben. Klingt teuer. In der Schenke, da könnt ihr dann direkt ein ganzes Fass kaufen, wenn ihr mögt.
Ja, wir schauen lieber mal am Hafen. Neben dem Erfurt-Tempel werdet ihr auch fündig. Dank, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wechsel ja, mit euch. Ebenso, ich mach dann jetzt auch zu. Ja, und wenn ihr dann raus seid, könnt ihr hören, wie hinter euch die Tür dann noch verrammelt wird und ein Riegel vorgelegt wird. Seltsam.